Samsung hat sein neues Flaggschiff präsentiert, das Galaxy S9. Auf den ersten Blick scheint es sich gegenüber dem Vorjahresflaggschiff wenig verändert zu haben. Ist das neue S9 nur ein aufgemöbeltes Galaxy S8 oder steckt doch mehr dahinter? Und gibt es signifikante Unterschiede am neuen Aushängeschild der Koreaner? In den folgenden Minuten geben wir euch die Antworten. Auf dem Mobile World Congress 2018 hat Samsung sein neues Flaggschiff-Duo präsentiert. Die technischen Daten des Galaxy S9 sind, wie von Samsung gewohnt, auf dem neuesten Stand. Dem versierten Nutzer fällt auf, dass sich die technischen Daten in weiten Teilen eher leicht verbessert, denn revolutioniert haben. Einzig die Dual-Kamera des Galaxy S9 Plus und die erhöhten Blendenwerten sowie die Speichererweiterung auf 400 GB fallen ins Auge. Vieles sonst scheint gleich geblieben, das stimmt auch zum großen Teil, jedoch gibt es doch Unterschiede zu den Vorgängern. Gerade beim Design müssen selbst erfahrene Nutzer zweimal hinsehen, um die wenigen Unterschiede zum Vorgänger zu erkennen. Doch es gibt sie. Das Galaxy 9 ist unverkennbar der direkte Sohnemann des Galaxy S8. Die zum Rahmen hin abgerundeten Flächen der Front und des Hecks münden in den Längsseiten in einen schmalen Steg, der das Gerüst des Handys aus Korea bildet. Der Rahmen wirkt dabei noch graziler als beim Galaxy S8. Er verdickt sich zu den kurzen Enden des S9 und mündet in den abgerundeten Rahmenteilen, die an der Unterseite den Klinkeneingang, den Lautsprecher und den USB-Typ-C-Port und an der Oberseite die SIM-Micro-SD-Kartenschublade beinhalten. Auf einen farblich abgesetzten Rahmen verzichtet Samsung und färbt ihn lieber in der Chassisfarbe ein. Am deutlichsten treten die Farben auf der Rückseite auf. Sie besteht aus Glas und Licht schimmert in ihr wie ein Regenbogen. Doch nicht lange kann sich der geneigte Fan daran erfreuen. Nimmt man das S9 in die Hand, sind die Fingerabdrücke auch schon wie eingebrannt. Im Vergleich zu manch anderem Konkurrenten ist die Fingerabdruckneigung jedoch nicht ganz so präsent. Dazu gilt es, auf der Rückseite eine viel wichtigere Neuerung zu begutachten. Die viel gescholtene Positionierung des Fingerabdrucksensors wurde verändert. Und das zum Guten. Der biometrische Sensor liegt jetzt unterhalb der Single-Kamera und ist damit ohne große Verrenkungen fassbar. Ein Lob gibt es dafür nicht. Zu offensichtlich war die Fehlplatzierung des Fingerabdrucksensors beim Galaxy S8. Ein kleines Lachgesicht gibt es jedoch dafür, dass Samsung lernfähig ist und nicht auf der Lösung des alten Flaggschiffs beharrt. Neben dem eingefärbten Rahmen und dem versetzten Fingerabdrucksensor sind es die etwas kleiner gewordenen Rahmen um das Display herum, die ins Auge fallen. Trotz des beengten Platzes hat es Samsung geschafft, in den oberen Balken einen Lautsprecher zu integrieren, was dem Spitzenmodell Stereo-Sound verschafft. Dazu wurde das Design der Lautsprecheraussparung geändert. Nun schaut der Nutzer in einen schmalen, durchgezogenen Schlitz, anstatt auf viele kleine Aussparungen im Rahmen des Galaxy S8. Das Handling, das Gewicht und die Größe sind wieder sehr vergleichbar mit denen des Galaxy S8. Hier hat sich, wie bei der Verarbeitung, wenig getan. Es ist und bleibt ein hervorragend verarbeitetes Handy mit allerhand Feinschliff und Sinn fürs Detail. Trotz 5,8 Zoll Display in der Front lässt sich das Galaxy S9 einfach mit einer Hand bedienen, obwohl der Daumen bei der linken oder rechten oberen Ecke, je nachdem welche Hand man benutzt, besonders bei Menschen mit kleinen Händen, heftig auf Streckung gehen muss. Mit 5,8 Zoll Diagonale und einer QHD Plus Auflösung kommt das S9 auf eine Pixeldichte von maximal 570 ppi. Wer es etwas sparsamer angehen möchte, findet das Flaggschiff per Wechseinstellung auf Full HD Plus Auflösung von 1080 x 2220 Pixeln eingestellt vor. Damit reduziert sich die Pixeldichte immens, jedoch fällt die reduzierte Auflösung kaum auf. Zu weit ist man hinter der Grenze des vom Menschen sichtbaren Bereichs. Die abgerundeten Kanten des Panels und die in der Kurve ausgeführten Ecken wirken im Zusammenspiel mit den auf den Längsseiten nicht vorhandenen Rändern sehr modern und immer noch frisch, auch wenn die Optik schon ein Jahr alt ist. Die Bildqualität steht der Optik in nichts nach. Die Farben können von kalt bis unnatürlich warm eingestellt werden und die Kontraste sind stark. Dazu gesellt sich ein toller Schwarzwert und gute Weißwerte. Mit der voreingestellten anpassungsfähigen Anzeige stellt sich das Display auf die jeweilige Situation selbstständig ein. Wer lieber einen festen Modus bevorzugt, kann sich zwischen AMOLED Kino, AMOLED Foto und einfach entscheiden oder er nimmt die erweiterten Optionen wahr, in denen die einzelnen Farben per Hand angepasst werden können. Die Einstellbarkeit mit Anpassung auf das 18,5:9 Format für Drittanbieter-Apps und beispielsweise einen Nachtmodus können sich ebenfalls sehen lassen. Bei der maximalen Helligkeit gibt es ebenfalls keine Kritik. Die Blickwinkelstabilität ist auch auf referenzfähigem Niveau.
Einzig ein leichter Blaustich ist zu erkennen, wenn man das Galaxy S9 vor dem Auge dreht. Doch es bleibt bis in den Extrembereich hervorragend ablesbar. Angetrieben von einem eigenen Exynos-Prozessor in 10 Nanometer Fertigung und mit 8 Kernen mit bis zu 2,7 GHz und 4 GB Arbeitsspeicher geht das Galaxy S9 in den Kampf um die Leistungskrone am Markt. Dazu gibt es in der Grundversion 64 GB Speicher, der um bis zu 400 GB erweitert werden kann. Der Benchmark-Test des kleinen Flaggschiffs von Samsung enttäuscht nicht und in der AnTuTu-Version 7.0.4 erreicht das Spitzenmodell fast 245.000 Punkte. Damit reiht es sich hinter den großen Bruder Galaxy S9 Plus ein und belegt damit Rang 2 auf der Android-Liste der schnellsten Smartphones, die je von Inside Handy getestet wurden. Der praktische Eindruck der Geschwindigkeit des Galaxy S9 bestätigt den Benchmark-Test und ist über jeden Zweifel erhaben. Während des Tests gerät das neue Flaggschiff nie ins Straucheln oder muss gar Luft holen. Holperer oder Ruckler sucht man also vergebens. Die biometrischen Sensoren im Galaxy S9 decken einen weiten Bereich der vom menschlichen Körper abgesonderten Informationen ab. So kann nicht nur der Puls, die Sauerstoffsättigung des Blutes und der Stresspegel, sondern auch der Fingerabdruck und die Iris gemessen werden. Der Sensor liegt mit Blick auf die Rückseite rechts neben dem Kameramodul, was das schnelle Messen mit dem Zeigefinger problematisch macht. Der Finger muss immer über das Kameramodul hinweggreifen und so kommen schnell Schmierer zustande, die beim nächsten Foto unter Umständen sogar zu sehen sind. Die Kamera des Galaxy S9 ist weniger spannend als erwartet. So wurde lange vermutet, dass sich Samsung überwindet und seinem kleinen Spitzenmodell eine Doppelkamera spendiert. Doch Pustekuchen. Die doppelte Sensorpower bleibt dem Galaxy S9 Plus und dem Note 8 vorbehalten. Trotzdem wurde auch beim Galaxy S9 an der Kamerasoftware gedreht und die Hauptmodi im Sucherdisplay eingebunden. Damit lässt sich jetzt beispielsweise flink zwischen Automatik und dem manuellen Modus hin und her wischen. Dazu lässt sich die Blende, und das ist eine Weltneuheit im Smartphone-Markt, verstellen. Das geschieht tatsächlich mechanisch und ist keine Software-Füllefanz, sondern echte Physik. Die Auswirkung? Die Schärfeebene vergrößert sich und die Belichtungszeiten können verlängert werden, sobald die Blende von 1 zu 1,5 auf 1 zu 2,4 abgedunkelt wird. Das ist auch in der Praxis sichtbar. Der Hintergrund verschwimmt mit der größeren Blende mehr und das zentrale Objekt kommt deutlicher zur Geltung. Im Dunkeln holt man mit der großen Blende die letzten Zehntelsekunden für ein unverwackeltes Bild heraus. Die Hauptkamera auf die variable Blende zu reduzieren, wird ihr jedoch nicht gerecht. Klar ist, dass das lichtstärkste Objektiv am Markt gerade in der Nacht viel Potenzial bietet, was der Sensor auch erfolgreich umsetzen kann. Auch bei schlechtem Licht gelingen scharfe und vergleichsweise rauscharme Fotos, die immer noch gute Farben bieten. Hinzu kommt eine sehr kurze Naheinstellgrenze, mit der man sehr nah ans Objekt herangehen kann und so tolle Makros realisieren kann. Dazu gelingen Schnappschüsse im Alltag schnell und mit zuverlässigem Autofokus. Ein aufdringliches Problem der Kamera ist jedoch bei Gelegenheit deutlich sichtbar. Lensflares und sogar Geisterbilder von Leuchtreklamen sind bei Nachtaufnahmen auch im Alltag deutlich zu sehen. Das lässt auf eine schlechte Vergütung der Linsen oder des Schutzglases schließen. Hier sollte Samsung, wenn möglich, zukünftige Chargen nachrüsten oder eine softwareseitige Lösung durch ein Update ausliefern. Zweiteres sollte jedoch nicht trivial sein. Falls es keine Lösung gibt, können die Einstrahlung und Reflexion zur Bildgestaltung genutzt werden. Das ist eine Notlösung, jedoch eine optisch ansprechende. Bei der Frontkamera verbaut Samsung einen Sensor mit 8 Megapixeln Auflösung und ein lichtstarkes Objektiv mit einer Blende von 1 zu 1,7. Die Ergebnisse der Kamera bei Selfies können sich sogar im Dunkeln sehen lassen, auch wenn die Schärfe dabei von einer immer noch recht langen Belichtungszeit beeinträchtigt wird. Doch auch die Selfie-Knipse hat das schon von der Hauptkamera bekannte Problem. Deutlich zeichnen sich Lichtreflexe und Einstrahlungen ab. Somit muss sehr darauf geachtet werden, in welchem Winkel und mit welchen Lichtquellen im Umfeld das Selbstporträt geschossen wird. Wie auf dem Testbild klar zu erkennen ist, kann das eine schöne Spielerei sein, ist jedoch trotzdem ein technischer Fehler und eine Unzulänglichkeit, gerade in Anbetracht dessen, wie viel Wert Samsung bei der Kommunikation auf die Kameraausstattung legt. Die Videoleistung ist hingegen sehr gut.
Besonders die Superzeitlupe mit 960 Bildern pro Sekunde kann beeindrucken. Hier gibt es jedoch auch Kritik. Samsung bringt den Sensor lediglich dazu, in HD-Auflösung, also in 720p, aufzunehmen. Konkurrent Sony verbaut in seiner neuen Spitzenklasse, also dem Xperia XZ2 und dem XZ2 Kompakt, einen Sensor mit den gleichen Spezifikationen, schafft es aber, die gleiche Bildfolgegeschwindigkeit mit Full HD zu realisieren. Trotzdem lassen sich beeindruckende Super-Slow-Mo-Videos produzieren. Vor allem die Vorauswahl des Startbereichs kann gefallen. Man wählt einen Punkt im Bild aus und die Zeitlupenphase mit 960 Bildern pro Sekunde startet in dem Moment, in dem das Galaxy S9 eine Bewegung erkennt. Die Kamera-App wurde von Samsung übersichtlich gestaltet und kommt mit einem großen Portfolio an Funktionen. Dazu zählt auch die Animoji-Konkurrenzfunktion AR-Emoji, die Spaß macht und personalisierte Emojis erstellen lässt. Sie können in WhatsApp und dem Facebook Messenger versandt werden. Insgesamt 18 Emotionen sind dabei schon vorgebaut und lassen sich in die Kommunikation einstreuen. Die Realitätsnähe der Emoji-Ergebnisse wirft jedoch Fragen auf. So richtig passend ist die Optik nicht. Samsung liefert das S9 mit Android 8 Oreo aus und legt seine hauseigene Nutzeroberfläche Experience in der neuesten Fassung drüber. Bloatware findet sich auf dem S9 keine, jedoch ein Set an Microsoft-Produkten und eine Ansammlung von Samsung-eigenen Funktionalitäten. Darunter befinden sich viele nützliche Softwarebausteine, wie die Aufnahmefunktion und Samsung Health, in der sich die biometrischen Daten sowie sportliche Erfolge und Misserfolge sammeln lassen. Das alles steckt in einer sehr übersichtlichen und schön gestalteten Oberfläche, in der sich auch Samsung-Neulinge schnell zurechtfinden. Fans von schnellem Zugriff auf unterschiedliche Datensätze der Kontakte, Funktionalitäten oder Apps können sich mit der bekannten und einschiebbaren Seitenleiste Sucherei in unterschiedlichen Apps sparen. Auch bei der Audioausgabe wurde an der Software geschraubt. So klingen die Stereo-Lautsprecher durch Dolby Atmos von AKG tatsächlich räumlicher und machen selbst aus normalem Stereo-Sound ein räumliches Erlebnis. Samsung baut beim kabelgebundenen Musikausgang weiter auf eine 3,5 mm Klinkenbuchse. Damit verzichtet man auf den digitalen Musikausgang über USB Typ C und klingt sich nicht in die Reihe der klinkenlosen Hersteller ein. Im Akkutest, wie dieser im Detail aussieht, lest ihr im Test des Galaxy S9. Den Link darunter kleben wir unter das Video. Verlor das S9 im Intensivtest nach 8 Stunden 39 Prozentpunkte. Im Laufe der Standby-Zeit gingen nochmal 12% drauf. Insgesamt waren also nach einem Testtag 49% übrig. Für einen zweiten Tag ohne Strom könnte es also eng werden. Kommen wir zum Fazit. Samsung ist mit dem S9 ein Upgrade auf das Galaxy S8 gelungen, ohne den ganz großen Wurf zu landen. Es wird für die Koreaner schwer, Kunden davon zu überzeugen, von einem S8 auf das Galaxy S9 zu wechseln. Dafür sind die Unterschiede zu gering. Wechselwilligen Nutzern eines Galaxy S7 jedoch kann das neue Spitzenmodell empfohlen werden. Insgesamt sorgt Samsung mit dem Galaxy S9 für ein Produktupdate, welches evolutionäre Züge annimmt. Die Revolution bleibt also aus. Das Galaxy S9 kommt für knapp 900 Euro auf den Markt und ist damit 50 Euro teurer als der direkte Vorgänger zu seiner Zeit. Das neue Flaggschiff ist als Technologieträger und mit der Einzigartigkeit der Blendenverstellung sein Geld wert. Potenziellen Kunden sei jedoch geraten, mindestens 2 oder 3 Monate zu warten. Dann rückt in der Regel der Preis in einen etwas weniger schmerzhaften Bereich. Hinzu kommt, dass der Unterschied zu den 2017er Flaggschiffen aus eigenem Haus und auch der Konkurrenz nicht mehr so groß ist, wie es beim Galaxy S8 der Fall war. So ist das Galaxy S9 beileibe kein Schnäppchen und erst recht nicht konkurrenz- oder alternativlos.